Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier. Heute mal was anderes, und zwar meine Top 5 Star Wars Spiele. Denn ich habe, bzw. ich spiele immer noch sehr gerne Star Wars Spiele, allgemein Spiele, aber halt wirklich das, ja, also was mich halt wirklich geprägt hat, nicht nur Spiele, natürlich auch Filme, das ganze Universum und so. Aber ja, ich mache erstmal jetzt die Top 5 Spiele von mir, meine persönlichen. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung, ist nicht schlimm. Aber das sind halt meine persönlichen Top 5. Ich würde sagen, wir fangen mal damit an. So, los geht es mit Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Ein Spiel, was ich erst vor kurzem gespielt habe. Habe ich erst vor kurzem auch durchgespielt. Und was halt so geil war, war wirklich, es ist ein älteres Spiel. Es ist aus dem Jahr 2003. Das bedeutet, ist schon ein bisschen her und ist auch nicht mehr kanonisch. Also, seitdem halt Disney Lucasfilm gekauft hat, ist es nicht mehr, also gehört es nicht mehr zur regulären Star Wars Story mit den ganzen Filmen und so. Aber ja, es ist halt ganz interessant, zum Beispiel diese Lichtschwertkämpfe, das ist immer das Geilste. Das Beste an Spielen ist immer Lichtschwertkämpfe. Das ist halt so eine Sache, die mag ich, und ja, das ist halt einfach so. Deswegen ist halt Jedi Knight, Jedi Academy geil, und weil man halt auch, es ist eine Story nach Episode 6, einfach gesagt. Wo er halt in einer Jedi-Akademie bist und von Luke Skywalker bzw. Kyle Katarn unterrichtet wirst, also selber als Jedi-Meister. Und ja, da begleitest du halt den Weg von deinem eigenen Charakter, den du erstellt hast. Ich habe zum Beispiel bei der Story da einen Rodianer erstellt, denn es ist meine Lieblingsrasse auch. Und ja, es ist halt ein richtig krasses Spiel. Hat halt Lichtschwertkämpfe, auch so welche Sachen wie andere. Zum Beispiel kann man E11 Blaster benutzen, oder allgemein Blaster, Thermaldetonator, was auch immer, alles Mögliche. Fliegen leider nicht, aber ja, es ist ein Jedi-Spiel. Beziehungsweise eigentlich ist das ein Shooter-Genre. Aber ja, das hier ist halt so geil mit Lichtschwerten und halt diese Effekte, wenn man zum Beispiel mit dem Lichtschwert die Wand berührt, dass halt da wirklich das Lichtschwert drin bleibt. Und nicht irgendwie, wie zum Beispiel in heutigen Spielen gar nichts einfach passiert und das ist einfach eine Textur ist. So, kommen wir weiter zu Punkt 4, einem etwas anderen Star Wars Spiel. Und zwar Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Also halt das neueste Lego Star Wars, was jetzt rauskam. Es kam letztes Jahr raus. Und ja, allgemein habe ich sehr viel Lego Spiele gespielt. Nicht nur Lego Spiele, auch Lego. Ich habe jetzt früher sehr viel Lego gesammelt. Und ja, das Erwachen der Macht, halt Episode 7, Spielzeit. Eine Sache, also wirklich ein Kritikpunkt ist, dass sie aus einem 2,5-Stunden-Film halt wirklich eine 10-Stunden-Kampagne gemacht haben. Was halt so ein kleines Problem war. Und deswegen, besonders weil sie haben halt aus den letzten 5 Minuten des Films, wo Rey Luke trifft, ein ganzes Level gemacht. Und deswegen, das fand ich ein bisschen schade, aber Lego-Spiele gehen immer. Lego-Spiele sind auch immer geil, ich genieße sowas immer noch. Sowas spiele ich auch heute gerne, sowas spiele ich auch in 5 Jahren noch gerne. Am geilsten ist natürlich auch im Splitscreen zu spielen, das habe ich jetzt mir auch für die PS4 geholt. Also, letztes Jahr habe ich es mir geholt. Und das macht auch schon Bock, aber leider bin ich halt einer der einzigen, der gerne Lego-Spiele spielt. Viele, ja, meiden so welche Spiele, obwohl halt wirklich dieses Lego Star Wars ab 12 ist, was gar keinen Sinn ergibt, weil es eigentlich wirklich schon für Kinder gemacht ist. Naja, kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, und zwar Star Wars The Force Unleashed. Auch ein bisschen älteres Spiel von 2011, wenn ich mich nicht irre. Also ja, es geht jetzt um den ersten Teil. Der zweite Teil habe ich nie gespielt, habe ich mir angesehen. Habe ich mir auch überlegt, es zu holen, habe mir aber gedacht, nee, also, ich weiß nicht. Mir gefällt er nicht so. Aber der erste Teil war definitiv Hammer. So wie eine bessere Version von Jedi Academy. Muss man schon sagen, denn auch wieder richtig krasse Lichtschwertkämpfe. Die Steuerung war besser. Ich habe es halt damals auf der Xbox 360 gespielt. Und zum Beispiel Jedi Academy habe ich jetzt vor kurzem auf meinem PC bzw. Mac gespielt. Und da ich halt nicht so der beste PC-Spieler bin und auch nicht mit einer Maus, sondern mit einem Touchpad gespielt habe, war schon ein bisschen komplizierter, aber bei Force Unleashed richtig krasse Machtkräfte. Man kann Sternzerstörer einfach runterziehen. Das ist
Ja, Starkiller ist definitiv ein Tier, muss man sagen. Aber ja, es geht halt um den Sith-Schüler von Darth Vader. Der halt immer wieder so hin und her schwankt zur hellen und zur dunklen Seite und, also er sozusagen, er will seinen Platz finden und das begleitet ihn halt. Und das ist auch nicht mehr kanonisch. Okay, wäre auch vielleicht ein bisschen übertrieben, weil wirklich Sternzerstörer mit der puren Macht, ja. Die Macht ist stark, aber man muss ja auch nicht übertreiben. Naja, kommen wir jetzt zum vorletzten Punkt, und zwar Nummer 2. Auch wieder ein Lego-Spiel, aber diesmal ein älteres, und zwar Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Also einfach gesagt, das war meine Kindheit. Das ist wirklich so. Das war, ja, das habe ich damals auf der Wii gespielt, auch mit einem Freund immer zusammen. Wir haben uns irgendwie getroffen, haben uns vor die Wii gesetzt und dann die ganze Zeit da Lego Star Wars gespielt. Es war halt wirklich das Krasse. Besonders auch, es waren halt wirklich diese Sets auch in Lego. Ich hatte sehr viel Clone Wars Sets. Irgendwelche, solche Sternschiffe hatte ich, verschiedene, so eine Base auch. Und das ist halt das Geile. Das ist sowas, was mir gefällt. Und, ja, es ist ein bisschen älter, sieht man auch grafisch und realistisch. Also, es hat halt wirklich alles. Es war Open World. Okay, auch das Erwachen der Macht war auch Open World, aber halt auf Planeten zentriert. Dabei The Clone Wars war es halt wirklich so, dass man war auf einem republikanischen Schiff halt. Diese Sternenkreuzer. Dann konnte man verschiedene Sachen machen. Man konnte auch rausfliegen und zu einem separatistischen halt zu diesem separatistischen Schiff fliegen, was ich auch richtig Hammer fand. Und man konnte auch einstellen, zu welchem Planeten man fliegt. Also sehr viele Sachen, auch Flugsequenzen. Und ja, habe ich damals auf der Wii gespielt, war wirklich das einer der einzigen Gründe, warum ich überhaupt eine Wii hatte. Es war wirklich eines der einzigen Spiele. Habe ich aber leider damals sehr teuer für 50 Euro gekauft. Was wirklich sehr teuer war. Jetzt kriegt man es für 20 Euro überall. Aber ja, oder sogar 10, glaube ich. Definitiv ein Hammerspiel, vielleicht werde ich es mir nochmal für, also auf dem PC, über Steam kaufen, oder vielleicht finde ich es sogar für PS4 oder Xbox 360. Hätte ich definitiv Bock, das nochmal zu spielen. Vielleicht auch ein Stream oder so, oder ein Video dazu machen. Weil es war wirklich, das war meine halbe Kindheit. Ich bin auch wirklich mit der Serie The Clone Wars aufgewachsen. Also mit der Serie Star Wars The Clone Wars und definitiv Hammer. Deswegen hat es mich auch so gefreut damals. Lego Star Wars, was er macht, in der Macht zu spielen. Aber ja, kommen wir jetzt zu Punkt 1. Was wenig überrascht, weil das ist wirklich der Hauptcontent hier auf diesem Kanal ist. Und zwar Star Wars Battlefront. Ganz einfach gesagt. Das Spiel, der Hammer. Grafik, braucht man nicht zu sagen. Das ist, ja, das ist fast real, also es ist fast, als wäre man wirklich da drin. Man fühlt sich wirklich, als wäre man da drin. Leider habe ich keine VR-Brille, sonst wäre es wirklich so, als wäre ich da drin. Ja, definitiv Hammer-Spiel, geile Grafik, geiler Sound, geiles Gameplay. Verstehe ich, warum so viele Leute dieses Spiel haten, aber wirklich. Ich finde es einfach so geil, als Darth Vader oder Luke Skywalker oder selbst als Dynamp, einfach rumzulaufen, alle fertig zu machen. Und auch fliegen verschiedene Sachen. Oder, ja, es ist diese Auswahl an verschiedenen Waffen, Sternkarten, sowas. Es ist ein richtiges Spiel, muss man sagen. Ältere Spiele zum Beispiel habe ich jetzt nicht so angesprochen. Deswegen habe ich jetzt nicht so viele alte Spiele. Das älteste ist halt wirklich schon Jedi Academy. Aber wirklich, das bei älteren Spielen ist halt einfach so gemacht. Und ich verstehe nicht, warum alle so Battlefront 2 mögen. Ich verstehe es nicht. Weil ich bin halt wirklich sehr viel mit den neueren Spielen aufgewachsen, irgendwie. Und ja, das ist halt wirklich so ein Spiel, was. Es ist nicht lang draußen. Oh ja, doch, es ist etwas länger draußen. Es ist ein Jahr schon draußen. Über einem Jahr. Und das mich halt immer noch so fasst, weil ich spiele es halt wirklich schon seit Release. Nicht irgendwie so ein, zwei Stunden, sondern ich habe wirklich schon meine knapp 400 Spielstunden. Und das ist wirklich der Hammer. Und. Das ist halt wirklich ein Online-Spiel auch größtenteils ist. Ich bin halt nicht so der große Freund von Kampagnen. Okay, alle vier Spiele, die ich jetzt hier hatte, hatten alle Kampagnen.
Aber ich bevorzuge wirklich einen Online-Modus. Obwohl Star Wars-Kampagnen gehen wirklich immer. Aber zum Beispiel, ich habe nicht mal den GTA-Story-Modus durchgespielt. Trotzdem liebe ich dieses Spiel und habe schon so viel Spiel schon im Online-Modus. Aber ja, Battlefront, definitiv ein Hammer-Spiel. Würde ich jedem empfehlen, natürlich. Und, ja, das war's dann mit meinen Top 5 Spielen, also Star Wars Spielen besser gesagt. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr diese Idee findet. Das mache ich wirklich bei jedem Video, wirklich, wie ihr diese Idee findet. Aber es ist halt so, ich versuche sehr viele neue Sachen, möchte natürlich gerne Feedback haben, wie das war, ob ich überhaupt mehr machen würde, weil ich hätte viele verschiedene Themen. Solche, es können auch Top 10 sein oder so. Wie so, oder Top 5 Filme, oder alle Filme in der Reihenfolge. Oder auch verschiedene, vielleicht so alle Top 10 Spiele, Allgemeinspiele. Weil da kann man zum Beispiel selbst so Battlefield auch reintun oder GTA, halt sowas. Muss ja jetzt nicht nur so Star Wars Spiele sein. Denn ich habe wirklich nicht so viele Star Wars Spiele gespielt, muss ich jetzt sagen. Weil es halt sehr viele alte gibt. Und ich habe wenig von den alten gespielt. Und ich habe jetzt, glaube ich, wie viel? Irgendwie 7 auf Konsolen, zumindest, und PC gespielt. Und ja, noch ein paar Handyspiele, zum Beispiel Galaxy of Heroes oder Force Arena. Beides relativ neue Spiele. Handyspiele, besser gesagt. Aber ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Sagt mir Bescheid oder schreibt doch besser gesagt in das Kommentare, wie ihr diese Idee findet, ob ich mehr davon machen würde. Mir macht sowas definitiv Bock. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.